So, da sind wir wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Kurze Info, warum kam gestern kein Shop-Video? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich halt morgens um 8, 9 so rum dann mal ganz gemütlich aufgestanden bin und dann halt den Livestream anmache. Das Problem ist halt ganz einfach bei YouTube. Wenn ihr die Benachrichtigung bekommt über das Video, bekommt ihr über den Livestream keine Benachrichtigung. Da habe ich mir einfach gedacht, komm, wenn die Leute wissen wollen, was im Shop ist, entweder haben sie es schon eh selber geguckt, weil die Hälfte noch zu Hause ist wegen Corona, oder aber die Leute sehen es halt dann bei mir im Livestream. Also da, sorry dafür. Wegen V-Bucks-Aufgaben halt dann auch einfach gerade im Stream nachgucken, beziehungsweise nachfragen, und dann bekommt ihr auch da eure Antwort. Aber jetzt ist natürlich wieder was anderes. Jetzt bin ich rein zufällig um 10 nach 2 noch wach, weil ich noch Knossi im Gucken bin, wie er da mit Sido und hast du nicht gesehen, Kim.com da am Rumzocken ist. Deshalb habe ich mir gedacht, weißt du was, gerade bei E-Stream-Unterbrechung, weil Knossi offline ist, habe ich mir gedacht, weißt du was, mach schnell Shop-Video und noch ein paar kleine Infos. So, was die Infos betrifft, ihr seht oben rechts, Frontkin ist letzter Donator. Ihm haben wir dann inzwischen schon 20 Abonnenten gegeben. Da sage ich auf jeden Fall schon mal Danke an alle, die da fleißig abonniert haben. Wie gesagt, wer mich supportet, bekommt von mir ein bisschen Support. Sei es, wenn er neues Mitglied wird oder eben, wenn er letzter Donator ist. Ihr seht unten links, Skin-Verlosung läuft immer noch. 2 Skins haben wir bisher verlost. In den Solo-Runden sage ich ganz ehrlich, es läuft derzeit so bescheiden. Man könnte auch das andere Wort nehmen, aber ich nenne es jetzt einfach mal bescheiden. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir werden mit Sicherheit noch einen Sieg hinkriegen. Und so bekommt natürlich auch jedes Mitglied die Chance, noch einen Skin zu gewinnen. Und dann würde ich sagen, ab zur nächsten Info. Ihr seht schon, der Skin ist wieder drin. Wir gehen aber direkt auf die andere Seite. Richtig, da ist es endlich. Die Ankündigung von Travis Scott Konzert in Anführungszeichen. Wir haben dafür 5 verschiedene Termine. Einmal von Freitag auf, obwohl das müsste da eigentlich der 24. Der 24. ist eigentlich der Freitag, richtig? Ja, Freitag 1 Uhr. Also ist das dann bei uns 1 Uhr am 24. Dann einmal mittags um 4 Uhr, dann Samstag 6 Uhr, Sonntag 17 Uhr, richtig? Gott, ey, das sind wieder zu viele Daten hier. Und am Sonntag um 0 Uhr. Okay, also wir kriegen 5 verschiedene Termine. Man soll anscheinend eine halbe Stunde vorher in der Lobby sein, damit man das Ganze mitbekommt. Aber wir werden natürlich versuchen, da irgendwie am... Ich versuche mal an allen Zeiten online zu sein. Gut, am 26. 0 Uhr wird ein bisschen schwierig wegen Arbeit. Das Samstag werden wir, denke ich, mal hinkriegen. Also wir werden mal gucken, wann wir jeweils da sind. Aber wir sind ja jetzt wegen dem Shop hier, deshalb gehen wir da auch ganz schnell rein. Ihr habt schon gesehen, der Unterdrücker ist wieder da. Ja, ich sage aber immer wieder, der Skin ist nicht so nice. Also für 2000 V-Bucks, man sieht ihn auch eigentlich gefühlt überhaupt nicht in den Lobbys. Weder die eine Variante noch die andere, also ich weiß nicht, der Skin, naja. Für 2000 V-Bucks, wenn man jetzt überlegt, was wir in den letzten Tagen bekommen haben für 2000 V-Bucks, ist einfach zu teuer. Ist einfach so. Ist vielleicht ein schöner Skin für manch einen, aber mich packt der überhaupt nicht. Dann haben wir natürlich das passende Rückenaccessoire. Einmal in Rot, einmal in Blau. Und dann haben wir noch des Weiteren die Pickaxe. Die Plasma-Klinge finde ich allerdings wieder dies weiß. Also irgendwas hat sie. Ja, Menü backt auch rum. Ja, weil die Stile dauernd durchwechselt. Also schlecht finde ich den nicht. Aber trotzdem. Und dann haben wir noch die Tarnung, gefällt mir sowieso immer. Dreiecksmuster. Das ist mal wieder eine Tarnung, die kann man gebrauchen. Irgendwie diese Rot-Schwarz-Tarnung feiere ich irgendwie sowieso irgendwie. Ich habe hier so eine ähnliche eh schon drauf. Und dann haben wir die rote Jade wieder drin. Also sollten wir heute einen Stream machen mit Skin-Verlosungen, wäre das halt natürlich eine Gewinnmöglichkeit für euch. Dann haben wir den Brandschädel wieder drin mit passendem Rückenaccessoire. Ja, ich sage immer wieder, ich sage ganz ehrlich, mir gefällt der Skin nicht. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will, aber so ganz ist er nicht meins. So, was haben wir noch drin? Dynamischer Shuffle. Ich sage, ich will diese Musik eigentlich schon für den Hintergrund.
Man müsste echt von den Tänzen den Hintergrund haben. Einfach auf Dauerschleife im Hintergrund laufen lassen. Dann haben wir Fokus wieder mit drin. Den Skin, ich finde den eigentlich nicht schlecht. Das Problem ist, von hinten sieht er halt schon aus wie 0815 Skin. Aber von vorne, nice. Definitiv. So, des Weiteren haben wir die Abtrünnige wieder drin. Erstmal danke da wieder an Sample. Grüße gehen raus. Dann haben wir konzentriert drin. Aha. Aha. Da muss ich inzwischen an Simon denken. Simon benutzt das richtig gerne in seinen Videos. Also ist auch ein geiles Emote irgendwo. Schlecht ist es auf gar keinen Fall. Und dann haben wir auferweckt. Das Emote haben ziemlich viele, ne? Muss ich mal sagen. Ist auch ein OG, aber ich glaube, der war auch schon lange nicht mehr drin. Nice ist er definitiv. Auf jeden Fall. Dann haben wir die magischen Schwingen wieder drin. Die persönlich, ohne Quatsch, ich finde das so mit die schönsten Kleider, die wir haben. Also der Kleider ist definitiv, also mir gefällt er richtig gut. Ist zwar irgendwie heute nicht so der richtige Skin dafür drin, aber mir gefällt er. So, dann haben wir natürlich ganze Deadpool-Kram, ist immer noch drin. Ich bin mal gespannt, wie lange sie noch drin lassen. Wahrscheinlich dann, wenn Epic genug Geld damit gemacht hat. Bah. Wie gesagt, Ravenpool immer noch für 1500. Kuschelpool für 1500, aber da sage ich ganz ehrlich, wenn man sich einen von beiden holen will, kauft euch für 2000 lieber beide. Ihr spart zwar dann 500 V-Bucks, wenn ihr euch nur einen holt, aber wenn ihr die Chance bekommt, dann holt euch am besten beide. Dann haben wir noch die Riesenpickaxe. Naja, meins sind sie nicht. Dann, ich kann es mir mal wieder sagen, holt euch dieses Motorrad. Es wird OG werden, glaubt es mir. Dann haben wir Chimichanga. Nice, nice, nice. Wir kochen. So sieht der moderne Mann aus. Mikrowelle. Zack, Abfahrt. Dann Drachenhorn. Immer noch da für 1500. Aber ihr wisst ja auch, ihr könnt das ganze Paket holen. Denn zurzeit haben wir vier Pakete drin. Einmal das hier. Das kostet aber 3000 V-Bucks. Bei mir wird 4,5 angezeigt, weil ich es halt schon gekauft habe. Was der Sinn dahinter, den muss ich nicht verstehen. Weil, wie gesagt, das hier kostet 1500, das kostet 1500 und das kostet 1500. Wenn man es sich einzeln holt, wenn man aber alles in einem Paket holt, kostet das Ganze 3000 V-Bucks. Dann habe ich ja, wie gesagt, hier die zwei Skins für 2000, wo ich immer noch überlegen bin, weil der Skin gefällt mir halt schon in der Variante richtig gut. Aber ich bin da immer noch überlegen. Aber ich habe heute nochmal den ganzen Tag Zeit. So, dann haben wir hier nochmal, warte mal. Boah, wie viel war das Paket nochmal drin? Weil die zwei habe ich ja schon geschenkt bekommen vom lieben Hans. Und die zwei würden mich halt dann nochmal 1200 kosten. Ich kann euch den genauen Preis jetzt echt gerade nicht sagen. Das wären nochmal 500. Wären 800. Ich bin mir nicht sicher, ob es für 2000 zu kaufen war. Also da werdet ihr den Preis wohl eher wissen. Aber ich denke mal ja. Sicher bin ich mir aber da jetzt nicht. Dann haben wir natürlich wieder die Pickaxe, der Gleiter, die Pickaxe, die Pickaxe. Aber da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er da wirklich 2000 V-Bucks ausgibt. Die zwei Sachen sind okay, aber die zwei kann man in meinen Augen getrost weglassen. Sag ich ganz ehrlich, also echt weglassen. Dann kauft euch lieber die einzeln oder den Gleiter einzeln. Ich glaube, da habt ihr am Ende mehr von. So, denn das war's dann eigentlich schon wieder mit dem normalen Shop und denkt dran, vergesst nicht Creator-Code eintragen, yt-familyhack, wenn ihr ein bisschen Support da lassen wollt. Wir gehen jetzt wieder ganz schnell rüber zu Rette die Welt, denn wir haben mal wieder V-Bucks-Aufgaben. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt V-Bucks-Aufgaben. Und zwar genau zwei Stück, also insgesamt können wir heute 75 V-Bucks holen. So, wir gehen noch direkt rüber. Aber 75 V-Bucks ist schon okay. Das Problem ist, die nicht so weit sind, rettet die Welt, die werden jetzt ein bisschen fluchen. Denn die erste V-Bucks-Mission ist bei Level 70 und die andere ist bei Level 100. Klar, uns Größeren wird es freuen, wie Schleuderaffe, Hans, mich, Coco, falls er überhaupt irgendwelche V-Bucks-Aufgaben macht. Ich bezweifle es nämlich fast. So, ich krieg erstmal wieder für den 238. Tag 150 V-Bucks. Ehre, nehmen wir natürlich gerne mit. So, dann gehen wir kurz in den Lama-Shop. Natürlich gibt es für mich wieder nichts umsonst.
7er Lama, ist auch nichts Besonderes drin. Aber wir wollen natürlich wissen, wo die V-Bucks-Aufgaben sind. Da sind wir einmal bei 70. Ich weiß selber noch nicht genau, wo sie sind. Dun, dun, dun. Ah, warum sich. Ah, hier ist schon mal die eine. Einmal Reiter auf den Blitz. Also 35 V-Bucks. Dann nochmal zurück. Na ja, komm. Ihr seht schon, wir kriegen schon morgen früh, also gleich. Wahrscheinlich seht ihr das Video gerade, wenn der Patch läuft. Level 100, Level 100. Tack, tack, tack. Hier gibt es nochmal 40 V-Bucks. Also es gibt halt, wie gesagt, zwei V-Bucks-Aufgaben. Nehmt euch die auf jeden Fall mit, damit die V-Bucks wieder schön steigen können. Damit ihr mir nicht wieder rumjammern müsst, ich habe keine V-Bucks mehr. Ich sag ja, spielt rette die Welt. Guckt, dass ihr ungefähr so weit kommt wie ich, dass ihr gefühlt jede Aufgabe machen könnt. Weil ihr seht ja, hier ist der Sturmkönig. Selbst ich bin noch nicht ganz durch, aber ganz langsam steigt mein Level. 111 bin ich jetzt, 112 könnte ich sein, aber da fehlt halt noch minimal was. Und dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem Shop-Video. Danke an alle, die supportet haben bis hierhin. Und in dem Sinne, haut rein.